Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich mache ja gerade eigentlich so ein bisschen Päuschen, aber ich muss ja das Love Island Video eh noch schneiden. Es wird auch ein bisschen länger heute, super vielfältig für unsere Zwecke. Ja, also müsst ihr euch unbedingt zu Ende angucken. Ganz viel Thema Standards und Dealbreaker, Bindungsangst, Verlustangst. Also es ist echt der Hammer, finde ich. Ja, ansonsten, genau, muss ich ja auch, oder wollte ich auch noch sagen, es gibt eine Osteraktion auf Liebeship. Erstmal gibt es einen Code, der heißt allesneu10. Packe ich auch nochmal drunter, also allesneu10. Und es ist diesmal ein 10-Euro-Code, also kein 10%, sondern ein 10-Euro-Code, den ihr auch mehrfach einsetzen könnt für verschiedene Kurse. Ist vielleicht vor allen Dingen geeignet, Kursbibliothek zu vervollständigen. Und es geht ja auch heute die Liebeship Advanced Challenge los und der Ex-Detox-Kurs. Könnt ihr aber auch gerne noch einsteigen, wenn ihr dieses Video vielleicht ein bisschen später anschaut. Kein Problem. Gut, aber dann geht's mal los. Also es geht jetzt im Wesentlichen um die vorletzte Folge, die vom Finale, wo wirklich super viel passiert ist bei Love Island. Und ja, zum Finale werde ich jetzt kaum noch was sagen, denke ich. Das ist ja auch, finde ich, immer nicht so interessante Folge. Aber gut, ja, fangen wir mal an. Also erstmal wird, ja, Adriano hat ja bekanntlich kein Couple. Und dann ist halt diese Paarzeremonie und Bianca steht auf und... Du hast mir die ersten Wochen bei Love Island zu einem richtigen Abenteuer gemacht. Ich liebe Herausforderungen und... Ja, wie wir jetzt hier sehen, fängt er erstmal tierisch an zu heulen, weil Adriano ja rausfliegen wird, was ja das natürlich völlig in Ordnung ist. Aber, also wenn ich Paco wäre, ich hätte schon wieder... Also, ich hätte schon wieder völlig die Schnauze voll gehabt, ne? Dass dann so eine halbe Liebeserklärung an der Stelle, wo man eigentlich seinen Partner wählt und... wir mögen ihn alle, da okay, aber ich hätte schon wieder gedacht, Alte... Okay, also meine liebe Bianca, klär das erstmal mit ihm, verarbeite erstmal deine Gefühle. Ich weiß, das geht in dieser Sendung nicht, aber wir benutzen es ja nur so beispielhaft. Ne? Klär deine Gefühle erstmal und dann können wir ja weiter daten. Aber mich hätte das komplett abgefuckt schon wieder. Und dann mit Adriano, müsste ich eigentlich nochmal extra ein Video machen. Also ist, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich reagiere auf diesen Charaktertyp, sag ich mal, der so ganz einerseits so ganz viel für andere tut, aber andererseits also das einfach nutzt und um super viel Aufmerksamkeit zu generieren und auch ganz viel braucht und es auch einfordert und immer in so einer Top-Position sein muss und will als der Berater, aber sich selber überhaupt nicht involviert in so einer Gruppe und auch mitdatet und vielleicht Mitfehler macht und was weiß ich, außer ganz am Anfang einmal. Mich triggert dieser Typ tierisch an und ich kann immer nicht begreifen, also ich weiß, sie kommen dann in Gruppen häufig gut an, erstmal so, weil der socialized ja auch mit jedem und scheint immer so für jeden da zu sein, aber es ist eben nicht so egolos, ne? Es ist, er will ja was dafür, so, ne? Habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, ich nenne das für mich immer so diesen Mafioso-Style, ne? Immer so, ja, Leute in so eine Schuld bringen, dass sie dann unter Umständen auch was für einen tun sollen oder ja, oder einen ganz toll finden soll, wenn man so viel für sie gemacht hat oder ich weiß nicht was. Es ist auf jeden Fall nicht absichtslos, was es auch selten gibt. Aber ich kann immer nicht begreifen, also wenn ich sowas in der Gruppe erlebe und ich sehe sowas und ich sehe sowas, alle so drauf abgehen und denke, oh, wie toll, ich drehe immer innerlich durch, weil ich denke, halt, seht ihr es nicht, dass das alles einfach nur ein Spiel ist irgendwie und aber gut, es ist, wie es ist. Und meine, die Welt braucht viel Liebe und wenn alle so gemocht haben, ist ja auch wunderbar. Aber ich weiß nicht, wie das, ich, also mich reibt, also wenn ich da drin gewesen wäre in der Gruppe, das hätte mich komplett aufgerieben. Es sei denn, es ist da innen drin ganz anders und man kriegt einen ganz anderen Eindruck. Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Wie gesagt, wir können das hier nur so beispielhaft angucken, aber dafür ist es wirklich super. So, jetzt ganz spannend mit Bianca. Ihr interessiert euch einmal dafür, was hat es so mit der Polarität auf sich, ne? Und Bianca, finde ich schon, dass eine Frau ist, die grundsätzlich in ihrer Polarität ist. Das ist übrigens, was hier jetzt gleich deutlich wird, ist, dass eine Sache ist, man kann auch ruckzuck wieder rausrutschen aus der Polarität, weil der Mann nicht drin ist, ne? Das haben wir ja auch schon besprochen, das ist immer viel
also auch vom Mann ausgeht quasi. Also wenn der Mann in seiner Polarität ist, ist die Frau meistens auch und umgekehrt stimmt es eben auch so. Und dann gibt es diese Schwierigkeiten so. Ne? Ich meine, das ist jetzt nur meine Meinung. Ich weiß, das ist ja immer wieder ein Thema, was immer wieder Zuschauer von mir oder Zuschauerinnen anträgert. Manche auch nicht oder viele auch nicht. Schon überlegt, ob ich mein drittes Buch mal dazu mache. Ach ja, mein Buch, ne? Ist quasi schon bei Amazon oder bei den Buchhändlern bestelltes. Ich habe noch keins in der Hand gehabt, hat glaube ich noch keiner eins in der Hand gehabt, aber verlinkt es gerne auf Instagram, wenn ihr das Buch habt, mit @liebeschip, freue mich und ja, bestellt es natürlich. Aber wie gesagt, ich habe schon überlegt, euch mein drittes Buch mal über Polarität schreibe, weil ja, es ist einfach so spannend, finde ich, und also meiner Ansicht nach, also man kann ja über Adriano sagen, was man will, aber er war halt sehr in seiner Power so und Paco weniger. Jetzt ist aber also jetzt überhaupt keine Wertung, ne? Also ich finde, der ist immer noch eigentlich, ja, ist halt auch echt, glaube ich, echt ein guter Kumpeltyp und also ich finde ihn sehr angenehmen Menschen, aber auch wenn man ihn, ich habe ja jetzt nicht nochmal, ich habe sowieso schon so viel rausgeschnitten heute, aber er ist halt so ein ganz klitzekleines bisschen mehr so Nice Guy-mäßig, also wirklich nur ein bisschen so, ne? Und das ist reicht für Bianca schon, wenn wir uns mal diese nächste Szene angucken. Die sollte sehr gut für den Stoffwechsel sein. Kannst du vielleicht kacken? Ey Mann, musst du das machen? Tut mir leid. Ja, also dass sie irgendwie schnippisch wird. Schnippisch, blöde Scherze macht, da kommt auch noch mehr gleich. Und ich wette drauf, ich wette drauf so. Meine blinde Urgroßmutter, die ich nicht mehr habe, wette ich drauf, dass sie das bei Adriano nicht gemacht hätte. 100 pro. So, ne? Und was heißt das? Das heißt, dass sie ja, dass sie Adriano mehr respektiert hat als Paco. Fertig, ne? Und weil, also wenn eine Frau aus der Polarität rausrutscht und dann wie gesagt, das geht ruckzuck, ne? Also wir reden jetzt nicht so über übergeordnete Charaktereigenschaften, sondern einfach dieses Dating-Spiel, ne, wo eine Frau reinrutschen kann, ausrutschen kann, dann passiert genau das. Ne? Und dann sollte der Mann eigentlich wissen, oh, jetzt muss ich, glaube ich, mal ein bisschen mehr den Kerl rauskarren, irgendwie so. Ne? Also ich würde das sofort so interpretieren im Dating, sofort. Ne? Klar, jetzt Bianca hat natürlich auch ihren Style, vielleicht geht sie da auch relativ schnell raus, ich weiß es nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass es nicht Paco nicht toller Typ ist, aber ihr wisst schon, wie ich es meine, glaube ich. Machst du wieder einen Ständer, oder? Ja, nächste Beispiel. Ich finde es eigentlich, wenn ich mir überlegt, immer, was man immer um die Ohren geballert kriegt, bei Frauen, was so alles Bodyshaming ist. Für mich ist das, also dann ist das auch Bodyshaming, ne? In so einer Sendung sowas. Jemand damit, weiß ich nicht. Klar, dann jetzt ist es wahrscheinlich für er ist lustig gemeint, ist ja auch, aber ja, ich denke immer, gleiches Recht für alle. Also dann dürfen Männer auch Sachen sagen, die lustig gemeint sind. Aber ich interpretiere es hier auch wieder so als halb lustig und halb, was soll das? Also würde er sowas zu ihr sagen? Okay, ich will das jetzt nicht alles ausführen hier, aber bist du sexuell erregt irgendwie? Ich fand ja Bianca eigentlich immer so ganz cool, aber boah, das finde ich total krass und das, ich meine, er reagiert ja echt cool, das macht er eigentlich auch richtig. Das ist eigentlich auch schon, also ist für mich wieder ein Zeichen, dass sie Bianca nicht mehr in ihrer Polarität ist, was auch, wie gesagt, über dieses Dating-Spiel zwischen den beiden was aussagt. Vielleicht hängt sie auch noch an Adriano, ich habe keine Ahnung, aber mich würde das als Mann, ich würde denken, was soll das denn jetzt irgendwie, ne, und also ich wundere mich, wie ruhig er bleibt, meine, wäre ich in dem Alter auch geblieben, auch das wäre eine Sache, wo ich heute denke, ich würde glaube ich auch nichts sagen, aber ich würde denken, was soll das, würde lieber einen Mann haben, der keinen Ständer hat oder was, oder was soll der Scheiß, ne, irgendwie, vielleicht ist es auch Unsicherheit, aber jetzt kommt die dritte Szene. Ja. Die Füße eines Mannes zu auch sein. Johannes. Nein, das stimmt nicht, dass die Nase eines. Ja, ich konnte jetzt nicht mehr rausschneiden, aber es geht dann quasi so darum,
dass es irgendwie um Füße geht, die unter der Decke durchgucken und dann sagt sie, ja, vielleicht hast du ja auch, welche Schuhgröße hast du denn? Sagt er 41, dann sagt sie, oh, das ist aber klein. Also das ist überhaupt, das hatten wir ja schon mal auf Twitch, das Thema, wenn eine Frau zum Mann sagt, irgendwas ist klein, ist eigentlich, ist es einfach nicht okay. Was soll das, ne? Ich meine, aber wie gesagt, sie ist offensichtlich jetzt nicht mehr in ihrer Polarität, beziehungsweise nicht so verliebt, wie sie, glaube ich, tut. Und ja, da muss er sich auch noch dagegen verwahren. Und er macht, also er reagiert echt cool, er macht das auch richtig im Grunde genommen so. Aber ja, da kommt dann halt der Spruch, ja, kleine Füße, kleiner Johannes. Und was soll das? Also es ist wieder, ich meine, wie gesagt, wenn das... muss man auch hier sagen, totales Bodyshaming gegen Männer irgendwie, ne? Was soll das? Also das, vor allen Dingen weiß sie es ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, wie groß er jetzt ist, aber ich finde schon krass. Die Freiblick als Bademann kriegst du garantiert nicht. So, jetzt noch ein kleiner Dating-Tipp für Männer. Ich sage jetzt mal gleich vorne an wieder, nicht, dass das wieder falsch verstanden wird. Natürlich, ein Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja. Ne? Das wird bei Sexualität ist ja klar, gilt für beide Geschlechter. Aber wenn wir jetzt sowas wie hier sehen, also wenn eine Frau sagt, du bekommst mich auf gar keinen Fall nackt zu sehen heute, heißt das tatsächlich oft, du wirst mich auf jeden Fall nackt zu sehen bekommen, wenn du keinen verdammten Fehler machst hier so. Einfach mal ein Ratschlag für Männersicht. Das heißt natürlich, wie gesagt, trotzdem soll man natürlich Grenzen respektieren und so. Aber tatsächlich ist das häufig so. Also wenn man dann so, muss ja gar nichts machen als man, wenn man einfach cool bleibt und denkt sich, oh super, das werde ich bestimmt nackt zu sehen bekommen und weiter einfach nur dieses Mindset hat, das reicht völlig aus. Und man wird sie sicherlich dann nackt sehen irgendwann. Kleiner Tipp. Nur, ich trage ein Haarsystem. Ein Haarsystem? Okay. Also das, ich habe eigentlich sonst keine Haare. Ja. So, jetzt zu dem Typ von Finn Emma. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also da... also ich muss gleich vorab schicken. Offensichtlich ist das ja jetzt so, dass Männer sich auch anfangen zu schminken. Mir ist das im größtenteils total fremd. Aber machen wir mal im Alter liegen, vielleicht ist das irgendwann ganz normal und klar, gleiches Recht für alle, dürfen wir natürlich auch. Ich finde es von der männlichen Polarität her ein bisschen schwierig, wenn der Mann zu viel drauf gibt, wie er aussieht, so, weil man, also von der männlichen Polarität her, ja, sollte man da irgendwie cooler mit sein und einfach sagen, hey, ich bin ein total geiler Typ, ob ich mich jetzt den ganzen Tag schminke oder nicht. Ne, eigentlich auch egal, aber klar, das ist natürlich immer, wie soll ich mal sagen, natürlich sollte man trotzdem sich pflegen, aber es ist von der Polarität her einfach ein anderes Ding, meiner Meinung nach. Und jetzt sagt er also einmal, ja, er hat ein Haarsystem, habe ich noch nie von gehört, also offensichtlich hat er eine Glatze, mehr oder weniger, und hat sich da Haare aufgeklebt, da frage ich mich, warum sagt man das? Also zu so einem frühen Zeitpunkt hier. Und er sagt später auch nochmal, er hat sich Botox in die Stirn spritzen lassen. Ey, die Leute sind in den 20ern, warum lassen sie sich verficktes Botox in die Stirn spritzen, auch noch als Mann? Und warum sagt man es dann? Wenn man es dann macht, warum sagt man es dann? Warum? Warum? Das ist mir völlig unverständlich. Aber ich kann es natürlich gut verstehen. Haare, ja, können nicht alle mit 54, ah ne, bin noch keine 54, ja, mit 53 noch so viel Haare habe ich. Spaß, sind ja auch schon grau bei mir so langsam, aber obwohl, es geht noch so einigermaßen. Aber mein Tipp für Männer wäre lieber Glatze, weil Glatze ist einfach, hey, steht zu mir, für viele Frauen sehr männlich, irgendwie eine Glatze. Aber muss natürlich jeder selber wissen. Also nur, ich würde es nicht gleich... nach einer Woche, weiß ich nicht. Also natürlich muss man das irgendwann mal sagen, aber ob das jetzt so eine gute Idee ist, da habe ich den nicht verstanden, muss ich echt sagen.
So, dann kommen wir mal zu Dennis und Nicole. Also es ist ein Schmankerl. Das ist wirklich, wirklich wie im echten Leben früher Dating-Prozess. Total krass. Also war ja so das Dream-Couple. Aber gut, ich meine, ehrlich gesagt, 3 Wochen aufeinander hängen, Tag und Nacht, wäre, glaube ich, für viele angehende Paare der Tod, muss man echt sagen. Es ist einfach, also Dating braucht eben auch diese Pausen und die gibt es dann natürlich nicht. Also insofern echt super schwierig, glaube ich, für alle. Und jetzt ist es so wirklich super spannend, obwohl Nicole ja mal gesagt hat, ja, der Dennis, also sie macht mehr als Dennis und sie hat Angst, dass sie da wieder rausgeht und sie will den aber eher nicht. Passiert das genau das Gegenteil, dass sie komplett die Beziehung in den Boden rammt und drauf rumtrampelt wie nix. Wo ich jetzt mir überlege, also man sieht, dass ihr das auch total wehtut. Sie sagt dann auch, boah, ich will eigentlich niemandem wehtun, deswegen bleibe ich eigentlich lieber alleine, was so typische Minuspol-Aussagen sind. Da kommen jetzt auch ganz viele. Also ich habe auch nur einen Bruchteil, da kamen wirklich ganz viele Klassiker. Aber was jetzt nicht heißt, dass sie, also sie kann ja nicht aus ihrer Haut. Was ich wirklich schade finde, dass sie nicht einfach ehrlicher ist, so, ne? Und das ehrlicher kommuniziert. Und ich muss sagen, ich bin da sehr bei Dennis. Also Dennis reagiert ganz ähnlich, wie ich, glaube ich, reagieren würde. Oder ich meine, jetzt bin ich ja schon länger nicht mehr auf dem Datingmarkt. Keine Ahnung, wie ich denken würde, wie ich auch reagieren würde. Also ich kann Dennis da voll fühlen. Und wenn Nicole wirklich das beendet, nur um nicht verletzt zu werden, dann ist es so, Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist das quasi, ne? Also das ist echt, naja. Ja, also Dennis geht so los, dass er mit so einem, mit glaube ich Finn redet und sagt, ey, irgendwie ist es komisch, ne? Und wenn man das schon, man hat ja auch ein Gefühl, es ist komisch und jetzt kann man sich überlegen, spricht man es an oder lässt es tatsächlich. In so einem normalen Dating-Prozess würde ich tatsächlich sagen, boah, erstmal abwarten, ja, lieber einfach mal warten, bis sie sich wieder meldet, vielleicht mal einen Tag nicht melden oder einfach mal Zeit reingeben, so, ne, weil es dauert ja auch, bis man sich so richtig verknallt irgendwie. Und ja, dann sucht aber doch das Gespräch, was ich jetzt in diesem, wo die ja in so einer Villa sind, was soll er denn machen, ja, sucht dann das Gespräch und da können wir uns mal rein. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ich muss ja nicht immer die ganze Zeit knutschen. Du hast jetzt ein richtiges Awkward-Gespräch, wenn die Frau nicht mehr so verliebt ist. Es ist einfach schrecklich. Es ist wie Kaugummi. Sie sagt, es ist nichts. Und die ganze Körpersprache ist natürlich, es ist super viel. Ich fühle es einfach nicht mehr. Jetzt kann man, glaube ich, jetzt kann man durchaus sagen, es ist Bindungsangst. Mein Gott, die sind 14, was, wer soll das wissen? Die sind 14 Tage zusammen, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, sie steht hier zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so auf ihn. Ne? Und da kommt auch immer noch mehr, dass er dann so sagt, boah, lässt sich gar nicht mehr anfassen. Und ja, ich meine, er darf das natürlich alles. Nur er fragt sich jetzt halt, was soll das? Was ist hier los irgendwie? Ne? Weil es war ja noch vor 1-2 Tagen ganz anders. Das ist doch in deinem Kopf. Ja, aber es ist wegen dir. Ich finde es halt ein bisschen anstrengend. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin jemand, der für dich da ist, aber... So, jetzt kriegt er... Also das ist wirklich so klassisch, wenn jemand so Minuspol ist. Jetzt spricht der Dennis das halt an und jetzt kriegt er diese ganzen Sprüche um die Ohren gehauen irgendwie. Es ist so anstrengend. Und anstatt dass sie einfach sagt, ey, ich steh einfach nicht mehr so auf dich, es tut mir echt leid irgendwie, oder ich weiß nicht, ich fühle es einfach nicht mehr, was machen wir denn jetzt, was total in Ordnung wäre und ehrlich wäre, gibt es ihm jetzt das Gefühl, dass es seine Schuld ist. Ne? Seine Schuld ist, dass er nachfragt und wieso fragt er dann auch noch nach und was soll das überhaupt und er macht das jetzt alles kaputt. Das finde ich nicht fair, ne? Finde ich überhaupt nicht fair. Warum hast du diese Leichtigkeit verloren? Richtig. Ja. Ja, aber wegen dir halt, ne? Wegen dem Falschen. Okay. Der nächste Klassiker. Warum hast du die Leichtigkeit verloren? Also der Spruch ist, finde ich, einer der allerschlimmsten. Wir alle wünschen uns Leichtigkeit. Aber wer die Leichtigkeit rausnimmt, ist ja nicht nur der Pluspol. Es ist ja, also hier in diesem Falle, auch echt der Minuspol. Ne? Also sie ist ja definitiv ein Minuspol. Und was ich bei Dennis mag, und das würde ich genauso machen, dass der nicht so unterwürfig ankommt, sondern dass er echt sagt, was soll das? Was ist hier los? Was soll das? Irgendwie, ne? Was soll der Scheiß? Und
ohne jetzt irgendwie groß laut zu werden oder so, das ist ja natürlich nicht gut, aber er sehr klar sagt, boah, ey, das fuckt mich echt ab. Und das, also, ich glaube, so würde ich auch reagieren, ganz ehrlich. Und das verbessert die Situation nicht, aber es führt sie zu einem schnelleren Ende, weil die Sachen einfach geklärt werden und weil man nicht wieder versucht, so auf Eierschalen zu laufen. Ne? Ich setze dich unter Druck, ohne Scheiße. So, jetzt kommt noch der nächste Klassiker. Ja, du setzt mich unter Druck. Ja, wo ist denn der Druck? Also er fragt einfach nur, er will einfach nur klären, was los ist. Wo ist der Druck? Den Druck macht sie sich natürlich, finde ich. Also natürlich, ja, also wenn sie Druck empfindet, das ist nicht sein Problem, ne? Also das ist ihrs. Und hat natürlich jetzt mit Männern, Frauen gar nichts zu tun, könnte genauso gut andersrum sein. Aber ja, sie setzt sich unter Druck, weil sie meint, sie müsste anders sein. Man muss sie ja gar nicht. Ne? Also letztlich traut sie sich auch nicht zu sein, wie sie ist, sondern dass sie einfach sagt, ja, wie ich schon sagte, ich stehe einfach nicht mehr auf dich und was soll ich machen? Ne? Weil sie kann ja auch nicht aus ihrer Haut, aber sie ist nicht hundertprozentig ehrlich und gibt ihm dann die Schuld. Ne? Er macht Druck, er zerstört die Leichtigkeit. Boah, kann ich... Trigger! Jetzt kommt echt was Krasses. Dann haben sich wohl, weiß ich nicht, sollten sich so wieder Gedanken machen, aber ich weiß nicht was. Und ja, hören wir mal rein. Ich konnte mich noch gar nicht sammeln. Ich habe noch gar keine Zeit gehabt, mir über irgendwas Gedanken zu machen. Was, seit 2 Stunden war ich weg? Wie viel Zeit brauchst du? 3 Wochen? Also ich finde es, ich weiß eigentlich ist es ja nicht lustig, aber genau, jetzt ist es wieder so, er sagt halt so, was ist denn jetzt? Und das ist, es ist auch Standards und Dealbreakers. Man sagt, ey, ich möchte nicht in eine Krümelbeziehung kommen, ich will das sofort vermeiden. Was ist jetzt? Und sie sagt, na, ich hätte keine Zeit, darüber nachzudenken. Er traut sich nicht wieder, ja, was ja, wie gesagt, ist kein Vorwurf, aber ich will es einfach nur doof verdeutlich machen. Sie traut sich nicht, ehrlich zu sein und zu sagen, ja, es ist, ich fühle es nicht mehr. Und ja, dass er davon genervt ist, also ich fühle ihn da total, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, er macht es gut. Er bringt es wirklich zu Ende und sagt im Grunde genommen, was ich immer sage, sagt, das ist für mich ein Dealbreaker. Also wenn du irgendwie nach 2 Wochen schon, keine Ahnung, nicht mehr weißt, was du fühlst und so, sorry, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also finde ich, macht er super. Und ich finde es eigentlich genau, wie ich denke, wie man das handhaben sollte, auch wenn es ein bisschen ruppig ist. Der könnte natürlich noch netter sein, aber er ist halt auch sauer irgendwie, ne? Ja. So, jetzt kommt der nächste Klassiker. Das hat mir auch richtig leid getan auf eine Art, aber auch sehr ehrlich gelöst. Und zwar Amadou, wie mal Amando gesagt, ne? Amadou und Julia. Also es gibt da so eine Szene, wo Julia dann ja, plötzlich ist er sehr eifersüchtig wird, weil er mit ihr getanzt haben soll oder irgendwas. Punkt aus, fertig. Ja. Also mein Verhältnis zu Bianca ist völlig normal. Sie sucht deine Aufmerksamkeit, sie ist immer in deiner Nähe. Nein, ich habe mich doch dahingesetzt. Wie gesagt, guck mal, warte. Ja. Zu ihr gesagt haben soll, es wird dann auch nochmal gezeigt und ich denke, es war allen klar, dass es wirklich nichts ist, da gar nichts ist, aber man kann ja natürlich nicht aus seiner Haut. Also sie hat in dem Moment... Hat sie dieses krasse Eifersuchtsgefühl? Ja, dann ist es da. Im Moment kann man es auch nicht abstellen. Der Schmerzkörper ist aktiviert. Da bringt sie das eigentlich sehr gut in Kontakt so. Ne? Und Amadou sagt dann im Grunde genommen, kann ich nicht, also das wird da draußen auch passieren, völlig korrekt, werde ich nicht mit umgehen können. Das steigt mich zu sehr ein. Ehrlich. Auch das, eine Sache mit Standards und Dealbreakern, wo er ganz ehrlich sagt, sorry, damit werde ich nicht umgehen können. Und ja, sie entschuldigt sich dann sogar noch einen Tag später und muss ich ganz ehrlich sagen, sie kann nichts anderes machen. Sie hat diese Emotion gehabt. Ihr Partner kann damit nicht umgehen oder will damit nicht umgehen. Sie entschuldigt sich, wirklich total korrekt, nach allen Regeln der Kunst, finde ich, entschuldigt sie sich. Und ja, ganz ehrlich, also wenn man sie dann daten will, dann muss man das halt, ja, man muss Menschen auch Fehler erlauben, sozusagen. Das heißt, man muss es, wenn man mit denen zusammen sein will. Und wenn man merkt, man kann es nicht, dann ist einfach fair auseinanderzugehen, so, ne? Da habe ich auch echt gedacht,
Mann, hoffentlich kommt bald 5D irgendwie, diese ganze Scheiße irgendwie. Oh, echt. Naja, egal. So, dann haben wir nochmal kurz Dennis. Und halt, die Sachen waren zu krass und erreicht halt keines. Tut mir leid. Du wolltest vor ein paar Tagen noch eine Beziehung eingehen, gefühlt. Hast halt das volle Gefühl, dass ich geöffnet sonst was. Und jetzt sagst du mir, wegen ein paar Sachen, wegen ein paar Ungereimtheiten, willst du es beenden? Wo einfach ganz klar wieder sagt, sorry, ich möchte keine Frau haben, die offensichtlich einen Tag vorher gesagt hat, sie möchte eine Beziehung haben oder was über Beziehung geredet hat oder habe ich so verstanden zumindest und dann am nächsten Tag sagt, sorry, du bist jetzt gerade so komisch, ich will mich trennen, wo er ganz klar sagt, so eine Partnerin möchte ich nicht haben und genau so wird es gemacht, ne? Das ist jetzt auch keiner Schuld in dem Sinne, es ist einfach mangelnde Kompatibilität, ne? Vielleicht hätte man das anders auf eine Spur kriegen können, aber die sind halt, wie sie sind, ne? Fertig. Aber wie gesagt, ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es wieder echt nicht ehrlich. Ne? Also, und dass sie eben da die Schuld gibt, das finde ich in Ordnung. Also klar, vielleicht haben wir irgendwas nicht gesehen und so, ich weiß es nicht. Aber so wie sich das jetzt hier darstellt, also wenn das jetzt so, wie es sich hier darstellt im echten Leben wäre, würde ich echt denken, das ist nicht ehrlich und ist auch nicht fair. So, und dann kommen wir zum letzten Standards- und Dealbreaker-Thema. Hier sind natürlich Alex und Emilia, ich sage ja immer, ein Dealbreaker sollte für jeden für euch sein, wie du wirst mit mir befreundet sein, während ich was von dir will, no fucking way, dann gehen wir hier auseinander, ne? Das ist wirklich ein absoluter Ratschlag, würde ich auch immer wieder so sagen, wie gesagt, es sei denn, also wir reden jetzt, für beide Single sind, und ja, und sie fragt ihn das. Ich glaube, eigentlich will ich einfach nur eins wissen, ist es für dich immer noch nur Freundschaft hier? Warum willst du das wissen? Antworte einfach auf die Frage. Hat sie natürlich schon längst, oder hat sie ihn auch schon teilweise gefragt, aber ist auch egal, sie fragt ihn das. Und er weicht wieder komplett aus, was, wo man einfach nur sagen muss, ja, das, oder wo sie erst sagen müsste, was sie jetzt hier noch nicht macht, sondern ein bisschen später. Das war's. Aber sie macht es dann letztlich und Hut ab für Emilia, wirklich absolut richtig. Hätte sie schon längst machen sollen, hätte sie vielleicht nochmal jemand anders daten können. Aber also was, warum Emilia da so irgendwie niemand gefunden hat, habe mich auch gefragt, liegt das so an ihren Glaubenssätzen, war wirklich keiner dabei, weil die ist ja eigentlich, also die hat immer ein offenes Ohr für alle. Super offen. Ja, noch ein kleiner Nachtrag. Also Finale habe ich jetzt nicht mehr groß zu gemacht, war ja nicht so interessant. Aber was ich richtig scheiße finde jetzt ein paar Tage danach, das ist dann so die große Sympathie und wir sind so glücklich und dann habe ich heute mal geguckt bei Greta auf Instagram und dann ist gleich, nein, wir sind natürlich nicht zusammen und wir lernen uns erstmal weiter kennen und boah, ey, das fuckt mich so ab, ey. Ich weiß nicht, entweder man macht so einen auf ja, ich interessiere mich überhaupt nicht für Commitment, was sie auch am Anfang ja auch so ein bisschen so deutlich gemacht hat. Und dann zieht man es aber auch die ganze Sendung durch irgendwie und steht dazu. Und da muss ich auch wirklich sagen, da fand ich die Paare, die dann vorher rausgegangen sind und gesagt haben, ey, sorry, wir würden uns sowieso danach trennen, viel ehrlicher so. Aber das dann so durchzuziehen und dann, ja, wir sind voll das Couple und dann danach, oh, nö, wir sind doch, nö, macht euch nicht zusammen, nein, ja. Wahnsinn, nein, bloß nicht, auf gar keinen Fall, aber wir lernen es natürlich weiter kennen, um das noch am Köcheln zu halten, also wie es bei mir ankommt, weiß natürlich nicht, ob es so ist, aber das finde ich überhaupt nicht, also finde ich richtig abfuck, muss ich echt sagen, riecht mich richtig auf, was, die Welt braucht echt mehr Authentizität und nicht, weiß ich nicht, und nicht immer nur, ja, ich verhalte mich jetzt möglichst stromlinienförmig, damit ich, weiß ich nicht, möglichst gut rüberkomme und dann habe ich mal einen geilen Instagram-Account, wo ich wieder, weiß ich nicht, keiner irgendwie so ein Fantasiebild aufbaue. Haben wir doch, das braucht unsere Welt, glaube ich, nicht mehr. Aber egal, machen hier alle, was wir wollen, habt ihr eh keinen Einfluss drauf, aber wir werden sehen. Und kommentiert fleißig, liked den Kanal, gibt's weiter, bucht die fucking Kurse, ne? Guckt nicht nur die Videos und wir sehen uns bald wieder und es gibt auf Ostern gibt's auch ein Live.